Der Doppelkirschen-Cup bei Mario Kart 8 Deluxe. Booster Streckenpass. Ich spiele zum ersten Mal und wir gucken uns die neuen Strecken an. Und zwar fahre ich heute mit Wickler auf dem Wickler-Bike. Ja! Wickler gab es bereits in Mario Kart 7 und hier ist er wieder. Ja, wenn die als nächstes noch die Honigbienenkönigin dazu packen, dann weiß ich nicht, gehe ich Nintendo nicht vom Hof. Ich weiß nicht, was das soll. Aber Los Angeles, let's take a look. Was haben wir denn hier Feines? Wir sind an einem geschmeidigen Strand. Da wird gesegelt. Großartig. Ich glaube wirklich, Los Angeles ist mehr so, ist eine angenehmere amerikanische Großstadt als New York, oder? Alle reden immer nur von New York. Aber Los Angeles ist, glaube ich, da willst du eher hin am Ende des Tages, ne? Habe ich so den Eindruck, habe ich durch Mario Kart vermittelt gekriegt. Habt ihr gesehen, Wickler wurde wütend. Kann man doch mal, kann man so appreciaten. Wo sind wir denn hier? Das sieht mir nicht nach Darmstadt aus, was wir hier sehen. Oh, hier, oh, Stadion, Baseball oder was? Hier Burgers, natürlich auf die Burgers zugesteuert. Wir haben alle direkt assoziiert, ne? Antizipiert. Da geht's auch rein. Sieht mir auch wieder aus nach vielen verschiedenen Strecken. Ja, also Runden, Verläufe. Denn das ist bei Stadtstrecken immer so der Fall. Ich meine, klar, durch Mario Kart Tour, wo die Stadtstrecken herstammen. Das war einfach auch eine gute Sache, dass es mehrere Varianten gab. Ach, und jetzt wird hier, was wird hier Öl gebohrt oder was, was soll mir das sagen? Und unbedingt das Item. Und das findet mitten in der Stadt von L.A. statt, oder was? Dass hier irgendwas gebohrt wird. Ey, das ist ja verrückt. Da nehme ich direkt alles zurück. Und dann werden hier schöne Palmen angepflanzt, ne? Ah, der Strand mit dem Riesenrad, der ist doch so populär. Gibt's den nicht sogar bei... Ich vertue mich, ne? Aber gibt's den nicht bei GTA 5? Das ist doch ein ganz populärer Strand. Ah, ab die... Die Infos ab in die Commentaries. Während wir jetzt die nächste Strecke auswählen, ich muss echt nur mal sagen, Wickler, ne? Wickler. Einfach Wickler. 3 Charakter-Slots wurden verbraten. Und ich freue mich über Kamek. Mutant Tyrannia nehme ich mit, aber Wiggler? Der wäre nicht meine Wahl gewesen. Hm. Wie steht ihr dazu? Wie gesagt, es gibt Schlimmeres. Aber ich sag mal so, Funky Kong? Ich weiß nicht. Ich wünsche mir halt schon die letzten beiden Charaktere. Funky Kong und ja, Pauline macht Sinn. Ne? Ist realistisch. Fangt doch nicht an zu träumen von Nicht-Mario-Charakteren. Ich habe schon irgendwas gelesen. Da kommt bestimmt Kirby. Nee, Alter. Das wird... Das wird, ja, Funky Kong und... Ja, ich glaube sogar Diddy Kong und Pauline haben die besten Karten. Aber wünschen würde ich mir stattdessen Funky Kong. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir beide Kongs bekommen. Das ist so ein bisschen das Ding. Freunde, ich habe doch gesagt, ne? Von den ganzen GBA-Strecken... GBA-Strecken haben immer was. Weil die waren so flach und nichts aussagend. Die kannst du so geil ausbauen. Die kommen dir vor wie eine neue Strecke. Und das wurde doch mustergültig geschafft. Mit dem Käseland, mit der Partystraße. Und was haben wir noch? Wir haben diesen einen Dschungel bekommen. Oder auch, ja, auch schon allein diese Mario-Piste, die bei MK8 von Anfang an dabei war. Da hab ich überlegt, was fehlt noch, ne? Und am meisten habe ich mir gewünscht, Sonnenuntergangswüste. Beziehungsweise, sind wir ehrlich, damals hatten sie noch englische Namen auf dem GBA. Und das wurde echt auch kreativ umgesetzt hier, wenn ich so sehe, diese Pfützen, also so eine kleine Absperrung, hier sind irgendwelche, weiß ich nicht, riesige Spuren im Sand. Aber was geändert wurde, sind die Zelte, seht ihr das, die Shy Guys? Damals waren das so Tippies, wie von amerikanischen Ureinwohnern. Und jetzt sind es einfach so Campingzelte.
Mehr oder weniger. Musik ist auch on point. Was aber damals auf dem GBA am meisten überzeugt hat, ist, dass in jeder Runde die Sonne ein bisschen weiter untergegangen ist. Und da merke ich hier nichts davon, leider. Davon merke ich hier nichts. Komm mal, Düsen. Ach, guck mal, da sind sogar kleine Rampen dafür, wenn man das so nimmt. Okay. Oh, er hat einen roten. Captain Kevin hat einen roten. Ich hab's genau gesehen, Alter. War aber auf der Ziellinie ein ganz schönes. Da stehen sie alle auf der Ziellinie und Tobi, das ist hier der Nutznießer. Herrlich. Nee, aber ich freue mich, dass diese Strecke umgesetzt wurde. Da habe ich aus GBA-Strecken fast keine Wünsche mehr. Es wäre halt, was Rainbow Road Picks angeht, an der Zeit, auch mal die GBA-Strecke zu benutzen und nicht schon wieder SNES und N64. Und das, obwohl ich so viel mehr zum SNES und N64 Mario Kart stehe und verbinde, aber trotzdem ist es halt super unfair inzwischen, dass ja die erste Rainbow Road schon 4, 5, 6 Mal umgesetzt wurde irgendwie und GBA noch gar nicht. Und da lässt sich doch was draus basteln, so schlecht ist die jetzt nicht. Und eben, obwohl es schon einmal dran war, die Luigi's Piste aus dem GBA. Da, wo es regnet, das könnte ich mir eigentlich vorstellen, aber ist kein Muss. Die haben echt mir alle Wünsche aus dem GBA erfüllt, da will ich mal nicht meckern. Cooper Cup, Leute, eine der geilsten Strecken. Zusammen mit dem Herbstwald. Blätterwald heißt er natürlich. Vorgekommen in Mario Kart Wii. Direkt eine Retro-Strecke in Mario Kart 7. Und jetzt auch über den Booster-Streckenpass nochmal hinzugekommen. In Mario Kart 8. Also Blätterwald. Und Koopa Cup waren halt wirklich so gut in Mario Kart Wii, dass sie halt wirklich in allen Mario Karts seitdem wieder neu aufgelegt wurden. So, mal sehen, wie sich das hier spielen lässt. Genau, die Panzer sehen aber ziemlich groß aus und liegen im Weg. Ey, hab ich das Gefühl. So, es geht steil bergab. Hoho, Überraschung. Der Unterwassertunnel, der in Mario Kart Wii ja nur so ein bisschen am Rumplätschern war. Und da geht's hoch. Ist ja seit Mario Kart 7, wo das Wir fahren unter Wasser-Feature eingefügt wurde, ist jetzt geflutet. Und das macht ja voll Sinn. Das macht so unverschämt viel Sinn. Wisst ihr, manchmal finde ich solche Unterwasser- oder Flugpassagen ein bisschen erzwungen. Aber das ist ein bisschen kleiner, diese Grünfläche. Ich sehe Unterschiede. Der Teufel steckt im Detail. Gehen wir mal hier rein. Gehen wir hier durch oder hier. Ah, das ist auch schön. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie man da so ein bisschen seine Items nutzen kann, etc. Ich habe zwar jetzt beide Male so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich fliege über diesen Tunnel. Aber auch gut grabben. Ja, schön umgesetzt, ne? Ende des Tages ist es eine Retro-Strecke. Am Ende des Tages haben wir die halt schon oft gesehen. Aber wenn es eine Strecke gibt, die man... Ein Treffer? Ich glaube nicht. Wenn es eine Strecke gibt, die man halt oft zeigen kann, warum nicht auch diese? Der Soundtrack ist catchy. Und das alles hat so ein bisschen... Weil, wisst ihr, so ein Wasserpark, der verbindet man immer mit Spaß. Erfrischende Freude, man planscht mit seinen Freunden. Ja. Das findet auch keiner schlecht. Und hier musst du nicht mal hinterher irgendwie abtrocknen, umziehen, abduschen, abtrocknen, umziehen. Ich finde das so belastend, wenn du irgendwie ins Schwimmbad gehst oder so und hast danach überhaupt keinen Bock, ne, und musst dich wieder in trockene Kleidung quälen. Ja. Ihr wisst, wie ich meine. So, haben die mich am Ende nochmal gut überholt. Aber mir geht's hier ja tatsächlich nicht um die Platzierung. Er macht sich ganz schön lang, du! Bäum dich nicht so auf, du Wiggle, du!
der Wiggler. Aber es gibt keine andere Farbvariation für die neuen Charaktere, ne? Weil Birdo gibt's ja in 180 verschiedenen Farben. Neun Farben. Und ich versuche ja, die so ein bisschen durchzunehmen, aber auch mit Yoshi und Toad bin ich im Booster-Streckenpass noch nicht ganz fertig. Auf der Wii U habe ich alle Farben gezeigt. Nicht, dass es wichtig wäre. So, wer war da denn Lost? Machen wir heute eine Strecke mehr, wenn die falsche ausgewählt wird? Zwei Losties, okay. Die Wahrscheinlichkeit ist groß für Vancouver, denn ich möchte natürlich die Vancouver-Strecke als nächstes zeigen. Die Spannung ist auf dem Siedepunkt. Die Wahrscheinlichkeit ist recht niedrig, ne? Aber. Dankeschön. Macht sowas nicht, ne? Ich möchte auch im Part die neuen Strecken zeigen. Wir machen noch einen Part, der kommt dann morgen, wo wir ein bisschen länger statt hier so 15 Minuten einfach mal zeigen, was Phase ist, ne? Wo wir ein bisschen länger uns auch über die neuen Strecken unterhalten. Fast ausschließlich, würde ich sagen. Und die fahren, das kommt nochmal morgen. Dann nehmen wir Kamek. Aber jetzt gibt es nochmal den Ersteindruck von Vancouver. Vancouver. Ist das nicht Kanada? Ja, ne? Ich habe kurz nachgedacht, Australien, ne? Das war mit Sydney und Melbourne. Vancouver ist Kanada. Da ist auch der Sitz von TGN gewesen. Mein Arbeitgeber 9 Jahre lang. Dann gucken wir uns mal an, was da los ist. Also an für sich ist Vancouver auch einfach nur eine große Stadt mit Hochhäusern. So quasi das kanadische New York. Hier sehen wir es auch ein bisschen besser. Ich war auch eingeladen, jederzeit in Vancouver, wenn ich mal in der Nähe bin, anzuklopfen und Hallo zu sagen im Headquarter. Aber ich sag mal so, ich war nicht in der Nähe. Verrückt. Jetzt bin ich's. Ja, aber Kanada. Kanada ist auch eine schöne Stadt, oder? Ein bisschen mehr naturbelassen, ein bisschen mehr geerdet als die Vereinigten Staaten, hat man das Gefühl. Wobei die Vereinigten Staaten von Amerika sind ja auch sehr... Ach, Mann. Sind ja auch sehr unterschiedlich, je nach Bundesstaat, hätte ich gesagt, ne? Kann man auch schon fast sagen, dass ich habe immer den Eindruck, die Staaten unterscheiden sich so sehr wie die europäischen Länder. Ja. Also die Vereinigten Staaten von Europa. Ja, Europäische Union. Ich schweife ab. Wechseln wir wirklich zwischen Tag und Nacht die ganze Zeit? Nee, ist immer dunkel hier, ne? In Vancouver ist das echte Nachtleben zu Hause. I guess. Ab im Tunnel, auch hier, und da kamen Fledermäuse raus. Aus dem. Ja, aber in Kanada gibt's Bären, ne? Gibt's Wälder und Bären. Müsst ihr euch mit Bären wresteln. Stark. Ja, Eissport natürlich sehr, sehr beliebt. Glaube ich, irgendwie auch im Eishockey so richtig Weltspitze. Das ist halt so, da ist halt schon kalt, ne? Die sind halt sehr nördlich unterwegs. Da haben sie mich alle exzellent abgezogen, da wurde ich gemario-kartet. Aber ich will doch mal sehen, wie der Wiggler sich hängen lässt, ne? Ganz klar. Da kann man nicht immer sagen, Bruder Wiggler, du... Der muss auch mal schlaff sein. Da kann ich immer aufrecht stehen. Und das waren die neuen Strecken. Also insgesamt gefällt mir das richtig gut. Ist kein Totalausfall an Strecke dabei. Die neuen finde ich ja fast interessanter als die Retro-Strecken. Aber es sind gute Retro-Strecken, da kann man doch nichts sagen. Oder was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Eure Eindrücke, es sei denn, also entweder von diesem Video oder wenn ihr selbst gefahren seid. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Morgen also noch ein paar, da gucken wir uns die nochmal ganz, ganz ausführlich an. Mit der Rasselbande hier. Alles Klärchen, Wunderbärchen, ein Däumchen wären Träumchen. Bis dann und ciao.